herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Wo ist er denn? Irgendwo war er doch. Was macht denn der? Der kommt hinterher, der kommt hier auf den Felsen hoch. Glaubst du es denn? Oh nee, ne? Oh, tolle Nummer. Okay, da bleibt er hängen. Habe ich denn überhaupt noch ein paar Pfeile? Okay, versuchen wir ihn zu nähern, damit wir bessere Treffermöglichkeiten haben. Dramatisch. Warte mal, Shift drücken, dann... Nee, geht auch nicht. Jetzt bleibe ich hier hängen. Na, mal gucken. Ja? Oh, der verrückt sich natürlich. Also sowas. Okay, ein bisschen treffen tue ich nicht, ja. Also konzentriert schießen, liebe Leute. Und nicht so wild hintereinander. Das ist mir nämlich sehr aufgefallen. Wenn ich zu wild hintereinander schieße, dann gehen mir mehr Pfeile ins Leere, als dass ich das Ding hier treffe. Ja. Jawohl. Menno, 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 Menno. Yusuf, na, war das eine spektakuläre Art. So, ja. Putz. Heimatland war das wieder brutalst, übelst. Okay. Hier runter. Wie sollte ich mal abspeichern? Save early, save often. Tja, was gibt's denn hier noch so? Erstmal wieder ein bisschen scouten. Gibt's hier noch was? Ja, da hinten sind noch... Oh, da ist noch einer. Oh, und hier haben wir schon die ersten Moorleichen. Oh, weia. Aber erstmal gucken, ob ich hier was übersehen habe. Ne, das war ja die Senfgasdrohne. Sumpfgasdrohne. Tja, Moorleichen. Ich kann mich erinnern. Oh. Superklasse. Das wird spannend. Was mache ich jetzt hier mit meiner komischen Mini-Ausrüstung? Ich krieg doch gar keinen Fuß auf den Grund hier. Wo waren hier die Moorleiche? Der Sumpfschnapper ist klar. Hier ist noch ein Sumpfschnapper. Ach. Ach so. Er macht mir die Moorleiche kaputt. Nicht schön. Warte mal, da will ich mal die Moorleiche versuchen zu treffen. Shit. Das hat die Moorleiche das Ding kaputt gemacht. Mal gucken. Ach, das ist so ein Zombie-Liken. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Und hau auf die Nuss. Hungert, bist du moorig. Los. Geh hin. Ja, schön den Rücken rein. Ach, wie kann es anders sein, dass es im Sumpf jetzt auch noch regnet? Ne? Los. Ich will deinen befreienden Schrei hören. Los, komm, schrei für mich. Nee. Er hat nicht so geschrien wie ein Zombie. Nicht zu holen. Schade. Ja, es regnet. Sumpfkraut. Ach, wer hätte es das gedacht, dass es im Sumpf Sumpfkraut gibt. So, irgendwo war doch hier noch so ein... Ach ja, den hat er ja niedergemetzelt. Hat er ja niedergemetzelt, den Sumpf. Snapper. Dadurch sind mir natürlich wertvolle Experiences Punzes weggegangen. Experiences Punzes, ja. Tolles Wort. Ich und meine Neuschöpfung.
Ja. Kann man sich hier unterstellen als Shelter? Ich höre was. Das ist nicht gut, was ich da höre. Ich hab's nicht gesehen. Was war's denn? Ein Sumpfgolem bestimmt. Ich wette mit euch. Nur habe ich noch keinen zerstört. Wo kommt er denn jetzt plötzlich wieder her? Oh, dieser Sumpf ist versumpft. So, damit da der Fall ist, dass mich da hinten noch so ein Heinz erwartet. Und zwar, wo ist er denn? Irgendwo. War er doch. Da, der Sumpfsnebbe, richtig. Sumpfkraut, ja, da könnte ich dann Krauthandel machen. Muss ich also zusehen, dass ich irgendwie, also hier hochkomme wieder mal. So. Na, wo bist du? Guck, guck. Jawohl, er hat mich gewittert. Er kommt langsam auf mich zu. So. Dann versuchen hier hochzukommen. Jawohl. Ganz in Ruhe. Während er schon hier ist. Gut, das ist mir aber zu hoch. Jetzt ist er wieder weg. Also echt spooky hier. Entweder ist da ein neuer oder er ist da hingelatscht. Ich finde ihn. Hallo? Oder ist er wieder hier hoch? Mann, oh Mann, oh Mann. Muss ich echt mal gucken, wo der ist. Ne, er wird wohl hier. Da ist er. Da unten ist er. Mhm. Da rutsche ich hier runter oder kann hier noch halten? Ne, ich rutsche. Ah, ich kann mich aber noch halten. Nicht weglaufen, an der Stelle bleiben, bitte. Danke. Oh, jetzt ist er hier auch noch abgerutscht. Roland, besten Halt. Ja, es wird rutschig, wenn es regnet. Vor allem im Sumpf. Da ist es rutschig, miefig, matschig. Oh, das ging auf jeden Fall schon mal schneller. Wow. Da hinten, den wollen wir mal nicht irgendwie locken. Falls jetzt noch nicht. Leute, Leute, Leute. Aha. Wie viele Pfeile habe ich denn noch? 46, das wird mir zu eng. Das heißt, ich muss mal wieder welche kaufen. Und die Golems da hinten weiß ich auch noch nicht zu eliminieren. Ach hier, ein bisschen Sumpfkraut noch abnabeln. Hier, das dürfte auch noch ein Sumpfkraut. Nee, ist nicht. Okay. Nicht zu nah an diesen komischen Heinz da. Und auch nicht zu nah an diesen Golems. Ich soll die nochmal antesten. So. Vielleicht lassen die sich auch easy. Easy? Vernichten. Oh, gleich zwei. Oh, die haben ja auch noch irgendwelche lustigen Pflanzen auf dem Schädel. Ach, Golem-Rüstung anziehen. Ja. Wäre aber Quatsch. Also wenn ich nämlich von hier oben... Es gibt bestimmt nichts. Probiere mal zu schießen. Na. Oh. Nee. Oh, der haut wieder ab. Was mit dir? Oh, du bist schön. Schön da. Na. Nee, das wird nichts. Das kostet mir zu viel Pfeile. Mann, jetzt treffe ich wieder nichts. Meine Pfeile gehen aus. Ja, die sind schon aus. Mal gucken. Man muss ja alles mal ausprobiert haben. Okay, bleib da mal ruhig hängen.
Ich werde jetzt mal meine Golem-Rüstung anziehen. Meinen lustigen Degen. Und dann werde ich versuchen, ganz schnell drauf zu hauen. Wenn er dann noch... Okay. Und der macht gar keinen Schaden, der Degen. Der duckt immer meinen Kopf. Wie lustig. Oh, er hat mich erwischt. Mich nochmal erwischt. Bevor er mich nochmal erwischt, ich werde Pilze essen. Pilze essen. Ich werde mal speichern hier. Was war das? Habt ihr das gesehen? Der ist da hinten hingeflogen. Oh, das war ein Fehler. Das müsste ich im Schnitt mal in Zeitlupe machen. Ja, mal gucken. Wo habe ich denn das hinge? War so gerade richtig schön im Fluss. Habe all meine Pfeile. Ja, da ist er wieder. Okay. So, noch ein paar Hiebe auf den sumpfenden Golem hier. Ah, der trifft mich. Ach, shit. Okay, ich glaube, ich werde ihn an die Wand drücken und versuchen das Ganze ein bisschen. Nee. Wieso? Ich will anders schlagen. Ah, ist gut, dass er da mal hängen bleibt. Ja, mühsam erlernt sich das Sumpfgolemchen. Und zwar von meinen Schlägen, wenn ich es denn schaffen sollte. Ah, immer wenn er ausholt, kann ich sofort draufhauen. Und da ist er weg. Hä? Ah, ich kann Herzen nehmen. Stimmt ja, sehr schön. Wow, da gab es ja noch einen zweiten Sumpfgolem. Der ist hier ums Eck gegangen. Wahrscheinlich ist er wieder an der anderen Position. Also da hinten. Boah, warte. Auf geht's zum zweiten Sumpfgolem. Ja, ja, ja. Gucken, wie er so reagiert. Oh. Bisschen um den Baum herum. Ja. Und ein bisschen auf den Popo hauen, richtig. Und bevor er mich schlägt, sollte ich schon selber zugeschlagen haben. Ah, dieses Schwert ist auch Schrott. Ja, jetzt passiert hier nichts. Na, jetzt da ist er. Wo will er denn jetzt hin? Hallo, herkommen. Oh, 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 oh. Kopf gegen Wand hier. Quatsch, gegen den Stamm. Das ist auch gut. Los, du dummer Sumpfgolem. Hau dir den Kopf gegen den Pfahl, gegen die Wurzel vom schönen großen alten Baum hier. Oh, jetzt hat er mich ein bisschen erwischt. Der will doch wohl nicht da durchbrechen. Okay. Oh, er versucht was. Er versucht da vorbeizukommen, aber ich hau ihn noch ein bisschen auf den Popo. Ah, noch ein paar Schläge. Oh, ist das aufregend hier. Nochmal hier, die Behaarung des Sumpfgolems in Form von Zweigen, Ästen und Pflanzen. Und jetzt versinkt er in den Boden vor Scham. Es gibt ein letztes Sumpfgolem-Herz. Ja, den haben wir den ja auch schon mal richtig gut abgemurkst. Wie schon gesagt, ich habe mal wieder keine Pfeil- und Bogengeschichten mehr. Das heißt, ich habe nur noch einen Pfeil. Hier im Feuerpfeil. Das heißt, ich werde mich noch ein bisschen hier umgucken. Oh nein! Ach, das Sumpfkraut nehme ich mit. Das Sumpfkraut nehme ich mit. Und ich werde mich dann verpissen. Also wieder in die Stadt, damit ich... Oh, 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 oh. Ja, ist gut. Mein Gott, bist du fix. Oh, oh.
So, wir wissen ja, da kommt keiner hoch. Ja, Tamora-Stadt. Da geht's mal hin. Oh, ich blute wie die Hulle. Na, Bertha? Du machst Nachtwache? Das ist komisch. Das heißt, dein Bettchen ist frei. Sehr schön. Ja, Bertha. Ach ja, mir fällt mir gerade ein, so ganz nebenbei, es gibt ja auch eine Funktion. Oh, guck mal, wer rauskommt. Robert. Robert, bleib mal hier bleiben. Es gibt ja auch eine Funktion, die ich jetzt auch gelernt habe, schleichen. Ich komme während des Spielens einfach nicht einmal raus, um mitten in der Nacht mal die Leute hier zu bestehlen. Wie sieht's? Was brauchst du? Ja, ich brauche Weile. Und zwar, reicht das denn noch? Armbrust vielleicht auch, wenn das noch geht. Dann sollte ich eventuell, bevor ich wieder zurück zum Sumpf gehe, nochmal ein bisschen hier so die Runde machen des Nachts, damit ich schönst alles plündern kann. Ja, ihr wisst ganz genau, ich werde an die Werkbank gehen und keine Amulette, sondern Pfeile arbeiten. Dann schneide ich das wieder. Oder? Jo, ne, brauche ich gar nicht schneiden. Stimmt ja, ich habe überhaupt gar keine Holzstämme gesägt oder gespalten, die Holzscheiben. Moment mal, hat der ein Bettchen? Der muss ja ein Bettchen haben. So, jetzt nur mal bis Mitternacht schlafen. Bis zum nächsten Abend oder bis Mitternacht. Mal gucken, auf welcher Taste ich das Schleichen gelegt habe. Okay, das habe ich hier. Hallo Robert, ich schleiche. Du merkst halt nicht? Okay. Dann wollen wir mal kurz ein bisschen zu Geld kommen, wenn es uns gelingt. Ach, hier noch mal eine alte Blutspur. Meine Herren. Oh Gott, okay. Mal gucken, ob ich da eventuell da schon... Warte mal, ich mach mal speichern hier. Da ist schon mal eine Truhe. Lachs. Ob ich die schon geknackt habe, weiß ich nicht. Das ist ja wieder so 1000 Folgen her. Nein, sieht wohl nicht so aus. Ah, wunderbar, hat ja auf Anhieb geklappt. Die dir schon mal ein bisschen Heiltränke genommen hier. Gut. Raus. Ach, scheiß drauf. Oh, stopp. Mist! Verdammt, was ist los? Ich wollte dir doch noch den Honig da aber klauen. Oh, jetzt ist die natürlich aufgewacht. Naja. Warten, bis sie wieder zu Bett geht. Ja, ja, sie geht zu Bett, dann kann ich hier wieder reinschleichen und den Honigtabak holen. Was habe ich denn wieder im Hals? Und tschüss. Kann ich denn hier... Verdammt, was ist los? Womit denn? Ja, okay, nichts mehr zum Braten. Und was gibt's hier? Elisabeth. Elisabeth liegt noch im Bett. Das ist eine Truhe von Elisabeth. Am Bett. Truhe. Okay. Okay. Ah, shit. Verdammt, was ist... Finger weg da! Okay. Die ist doch tatsächlich von dem Knacken aufgewacht. Das braucht... Ja, okay, jetzt ist sie wieder da. Super. Ja, vielleicht sollte ich das mal in einer speziellen Folge machen. Gucken, ob jemand hier wach ist. Ja, natürlich. Vielleicht sollte ich in einer speziellen Folge mal hier so wieder mal auf, wie heißt das, auf Diebestour gehen. Guck
gucken, wer hier drin ist. Hier ist Eva drin. Oh, und Finko. Mhm. Eva und Finko. Ja, hier kann ich nur Sachen vom Tisch hier stehlen. Bier, noch ein Bier, Schinken, noch ein Bier, genau. Ja, und eine Truhe haben die hier wohl nicht. Oder? So dunkel hier, Mensch. Ne, tschüss. Sie wollte noch was sagen, doch ich ließ sie stehen. Denn ich habe schon wieder ein leeres Haus gesehen. Ja, da könnte man noch ein bisschen was... Ach, die sind alchemietisch. Ja, was kann ich denn da? Natzen oder... Nee, da gibt's nichts. Da hinten könnte eine Truhe... Nee, das ist ein Schrank. Das ist ein Schrank. Aber ich habe mir auch vorher nicht gemerkt, welche Gebäude eine Truhe haben. Nee, okay. Oh. Sorry wegen meines... Räusperns. Ich habe nämlich irgendwas im Hals. So, ich finde, wir sollten im Sumpf weitermachen, sonst... okay. Bett. Bis Sonnenaufgang. Raus aus meinem Bett! Gott, ist die schrecklich laut. Und dann geht's zum Sumpf hin. Ich habe ja wieder ein bisschen Pfeile. Ach ja, bevor ich das vergesse, immer schön einspannen. Nee, ich werde hier mal die Armbrust nehmen. Und wenn es wieder am Sumpfen ist, also wenn ich hier wieder am Sumpf angekommen bin, dann werde ich dort hinschalten. Bis dahin mache ich noch ein bisschen Morgenübung. Hier geht's raus. Also bis dann. Angekommen sind wir. Dann wollen wir mal uns auf die Pirsch wagen. Naja, hier haben wir ja einen. Genau, nochmal einen Bolzen. Und irgendwo da hinten unter so einer knochigen Eiche, hätte ich beinahe gesagt. Hier unter dem knochigen Baum findet sich noch ein hungriger... Ah. Genau, richtig. Dann werden wir mal versuchen, hier hochzukommen. Gucken, ob er uns nicht mit der Waffe... Okay. Gucken. Er hat ja hier auch die Möglichkeit... Na, wo bist du? Hier hoch zu springen. Ah ja. Nee, das war wieder Verschwendung. Okay. Dann werden wir einfach mal unter Wasser killen. Sehr schön. Und lass uns mal hier auch mal ein bisschen schwimmen und ein erfrischendes Bad nehmen. Komme ich jetzt wieder hoch? Der taucht ja so schräg. So, mal gucken. Kann ich denn hier... Ja, kann ich. Nee, kann ich nicht. Wieso schwimmt er hier oben? Mhm. Kann ich hier leider nichts nehmen. Ah, das wird wieder kompliziert. Ja, schwimmen kann ich auch mal.
So. Versuch mal irgendwo an so einem Punkt auf dem Felsen hinzugehen, wo ich dann ihn halten kann. Jawohl. Läuft. Ja, oder so. Machen wir wieder einen auf Acapulco. Oder haben wir noch ein bisschen. Was war denn das? Achso, ich dachte, hier wäre ein Golem gewesen. Dabei ist das hier nur so ein Fels, der dort steht. So, ich möchte hier weiterkommen. Ihr sicherlich auch. Und, jetzt haben wir hier ganz andere Vegetation plötzlich. Sumpfkrauten. Ah, ein bisschen Sumpfkrauten holen. Hier kommen wir nicht durch. Ja. Ups. Da liegt irgendwas Blaues. Hä? Oder ist das irgendwie Flavor-Deko? Ach so, ein Wassergolem. Oh, oder so. Nö. Kein Bock. Oh Mann. Dieser Sumpf, ne? Ich muss an irgend so ein Gebiet hin. Ich hab's auch wieder völlig vergessen. Hab's wieder völlig vergessen, wo ich hin müsste. Aber im Sumpf muss ich irgendwas machen. Irgendwelche Ingredienzien holen. Aha, hier gibt es ganz viele Kräuter. Sumpfenkräuter. Oh, da hinten hüpft was. Aha, super klasse. Und zwar ein Sumpfsnapper. Wenn ich alles täusche, ist da hinten auch noch was. Noch ein Sumpfsnapper. Weil die können hier hoch. Ich muss wissen, wo ich bin. Im Sumpf. Ja. Das ist hier ein Gekräuch und Gefleuch und ich werde euch sagen, so mag ich es nicht. Oder liegt jemand? Liegt denn hier? Daniel, okay. Daniel, um dich kümmere ich mich. Was waren das für Teile? Ah, und da kommt noch so ein blödes Ballonteil hinter mir her. Ah, irgendwo muss doch hier das Ding liegen. Muss doch irgendwo der Tempel sein. Da auf jeden Fall ging es doch irgendwo dahin. Also ich weiß, auf der Karte musste ich mich rechts halten. Oh, Moorleichende. Hier ist ein Handweiser zur alten Innos-Ruine. Ja! Wer verfolgt mich? Verfolgt mich einer? Ja, hör was. Okay. Oder ist es hier irgendwas? Oh, oh, oh. Okay. Hey. Hey, 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 hey. Aber alles wieder voller. Oh, war ja Snapper und sowas. Da ist er. Hey, ist die schön. Ist hier? Zur alten Innos-Ruine, zum Sumpf, ja. Okay. Ja, liebe Leute, gucken wir noch mal hier eben kurz einen Blick drauf. Oh, aber nicht zu nah. Auf diese schöne alte Innos-Ruine, die wird hier oben irgendwo sein. Aber das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ja, ja, da hinten ist er. Oh, schön. In der nächsten Folge werde ich euch die Innos-Ruine mal zeigen. Ja, tschüss. Gebt mir einen Daumen. Und einen Kommentar.